So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Astral Chain. Beim letzten Mal haben wir das dritte Kapitel beendet und ja, ich würde sagen, ich habe mich ein bisschen gesteigert, was das Gameplay angeht. Ich bin jetzt richtig drin im Kampfsystem. Ja, am Ende, als wir unsere zweite Legion bekommen haben, habe ich mich doch wieder ein bisschen schlechter angestellt, weil ich Wände durchschneiden musste oder das kann ich nicht. Aber hey, jetzt können wir Pfeile benutzen. Was cool ist, was auf jeden Fall cool ist. Kann man bestimmt einige lustige Sachen mitmachen. Vielleicht hat das auch noch ein anderes Moveset, das weiß ich jetzt noch nicht. Wir haben noch nicht damit gekämpft mit der neuen Legion, aber das bekommen wir gleich bestimmt noch beigebracht in einem neuen Tutorial. Da bin ich mir sehr sicher. Das sieht alles sehr, sehr ominös aus. How many more people? How much more money do you expect us to throw at this project of yours? Even now, we teeter on the brink of the astral plane. One functional Legatus remains. One. We played the hand you dealt us, and now nothing remains but to face extinction. We placed our faith in a false savior. And now all mankind is doomed. Your foolishness has damned us all. Gentlemen, please. I assure you, all is not yet lost. All is not. You suggest that one person can hold off an infinite wellspring of horrors? No. We have another option. What? We can ascend. We can become as God. Er hat das gerade echt. Er hat become as God gesagt, Leute. Das ganze Spiel macht sich doch nur noch über die Automata lustig. Was soll denn die Scheiße? Ansturm. Sturm ist es an. Ich kann das doch nicht mehr lesen so schnell, mein Gott. Er hat become as God gesagt. Was soll das denn? Attention, neuron staff. Es tut mir leid. Ich kann das nicht ernst nehmen. Ich kann gar nicht so von ernst nehmen, aber okay. Meine Theorie war schon mal falsch, dass er die, ja, das Labor absichtlich angegriffen hat oder sowas in die Richtung hochgehen lassen hat, jedenfalls, damit ich als einziges noch Legions habe. Das ist wohl nicht Teil des Plans. Aber was ist der Plan jetzt eigentlich? Das sind Fragen, die wir immer noch nicht beantworten können. Aber vielleicht ist er doch nicht so böse. Also irgendwie schon, weil er immer noch sehr stark, ja, auf die Forschung verharrt ist und so, aber... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Report to the command room for briefing. Okay, dann kommen wir mal zum Kommandoraum, I guess. Ich habe wohl nicht wirklich eine Wahl. Doch, ich habe noch eine Wahl. Ich muss ganz kurz auf Toilette gehen. Tut mir leid, das ist ein Notfall. Ein Notfall. Es ist gleich zu spät. Okay, nein, noch nicht. So, du kriegst Toilettenpapier dabei. Natürlich, also es ist ein Blatt eigentlich. Aber wenn du es benutzen willst, viel Spaß damit. Es zählt wohl. Ja, es ist Laub. Und wieder einmal wurde eine Toilette vor großem Unheil verschont. So, was bekomme ich? Okay, ich glaube, sie sagt immer dasselbe im Endeffekt. Darf ich gehen? Ich darf gehen, okay. Was steht hier? Was auf der in der Toilette drin? Das steht da überall drin. Nur eine Notfallwarnung von wegen... Spült ab, bitte. Oder so, keine Ahnung. Sowas in die Richtung. Aber gut, kommen wir mal alle zusammen hier. Was gibt's, Chef? Dem ich nicht vertraue. Weil er ein Gott werden will oder so. Und du bist nicht mal hier. On the Aegis Research Institute. Ja. The Bureau of Investigation has received information that could lead to capturing their most promising suspect. From the security camera footage they've provided, we've identified the suspect. Die hat man auch schon im Trailer gesehen auf jeden Fall. It's her. Diese Frau, ja. Okay. Jenna Anderson. Anderson was one of my brightest stars at the ARI. That is, until she vanished some 20 years ago. She assisted me from the earliest stages of my Legion research. Seeing her like this is difficult. Vielleicht hat sie eingesehen, dass du einfach Scheiße baust. Dass du irgendwas Böses vorhast, ja? Aber das wirst du uns natürlich nicht sagen, dass es offensichtlich so ist. The investigators shared this information with us because they thought we'd be interested in this next part. In addition to all the damage,
The suspect also stole several Legion cores from the lab. We don't know what she plans to do with them, but it's best that Neuron get involved, in case worse comes to worse. This case presents a great deal of unknowns. I'm counting on you to get to the bottom of things. The suspect was sighted at Harmony Square. Head over there and see what information you can gather. Neuron, move out. Mach ich, alles gut, aber ich hätte gerne vorher ein Tutorial. Lappy, komm. Nein. Achso, okay, wir können wieder normal rumlaufen erstmal. Also ja, anscheinend haben wir diesmal keine Quests vorher. Wir können theoretisch direkt los, aber natürlich machen wir das nicht. Wir wollen ja nicht, ja, komplett unvorbereitet los. Ich glaube, ich habe auch was Neues freigeschaltet wieder als, ja, Kopfbedeckung. Vielleicht was Besseres als einen Polizei. Wo war es denn jetzt hier? Ausrüstung? Ja. Und zwar die Lappy Cappy. Die ist leider überhaupt nicht besser. Oh Gott, die ist ja noch schlimmer. Die ist voll dreckig und eklig. Bah! Nee, behalt die mal, Lappy. Behalt die mal. Ich hätte gerne mehr coole Sachen. Ich habe auch hier noch nichts anderes, leider. Naja, naja. Man kann ja nicht alles haben, würde ich sagen. Will ich mal die Frisur wechseln? Ich meine, ich kann das ja jederzeit machen, ne? Ich mag... Weiß nicht, mag ich die lieber oder die? Ich glaube, ich nehme die jetzt. Komm. Nur für ein Kapitel. Vielleicht wechsle ich wieder zurück. Vielleicht auch nicht. Man will ja mal was Neues ausprobieren, ja? Eine neue Frisur, ein neuer Mensch, quasi. Und ich bin quasi ein neuer Mensch, nachdem ich mich im letzten Kapitel so sehr verbessert habe. Das ist ja eine Schande, wenn ich mich noch als dieselbe Person wie vorher identifizieren würde, würde ich mal behaupten, ne? Oder so. Vielleicht übertreibe ich etwas, vielleicht. Aber nur vielleicht. Hey, Julia. Was gibt's? Helen hat heute noch mehr Energie als sonst. Wir müssen auch alle, warum, oder? Ach, wir wissen auch alle, ja, gut, ich kann nicht lesen. Nö. Ist das nicht offensichtlich? Weil er weiß, dass Mar, ich meine Lappy, zusieht. Will er was von Lappy? Oh Gott. Sie sieht ihm jetzt schon lange zu, mit diesem typischen Sehnsuchtsblick. Es ist ein Maskottchen nur. Was für ein Glück für Ellen. Marie täte etwas mehr Selbstvertrauen gut, aber sie ist sympathisch, findest du nicht? Geht. Hey, ich muss mich konzentrieren. Was schwatzt ihr denn da drüben? Ich weiß schon. Einen perfekten Körper kennt man auf Anhieb. Du da, komm, kämpf gegen mich. Ich suche schon lange nach einem würdigen Gegner. Okay, gerne, klar. Ja, von mir aus. So mag ich das. Dachte schon, du kneifst. Bereit für ein Duell mit mir? Ich, keine Sorge, ich kneife nicht beim Duell. Ich schlage nur ganz fair zu. Hey Maru, ich meine Lappy. Warum nennt ihr sie alle wirklich Lappy, Leute? Plotus ist wahrscheinlich, dass sie da gar nicht drin sitzt. Ich meine, das ist doch nur das Kostüm, was da steht, oder? Was da rumsitzt, wie auch immer. Da ist doch niemand drin. Das bewegt sich doch kein Millimeter. Okay, ohne Legion kriege ich hin. Ah! So, bam, in die Fresse. Oh, das ist doch direkt ein viel coolerer Kampf, sowas. Sowas habe ich gebraucht noch im Spiel. Okay, die Kombos kann ich trotzdem einsetzen, aber, oder wie? Kann ich die einsetzen oder rufe ich dann automatisch mal Legion? Ich glaube, dann rufe ich automatisch mal Legion, also lasse ich das lieber. So, ja. Leider basiert das hauptsächliche Talent, was ich dazu gesammelt habe, darauf, dass ich mein Legion gut nutzen kann. Das heißt, im normalen Kampf bin ich immer noch so kacke wie vorher, leider. Aber ich krieg's trotzdem wohl hin. Kann ich dich analysieren? Darf ich das? Okay, ja. Ist sehr machbar, habe ich das Gefühl, ne? Um genau zu sein, ziemlich leicht. So, weg. Ja, komm, hör auf es versuchen überhaupt. So, tritt in dein Gesicht, flieg weg. Ach, schön. Bam, bam, bam. Tja, das macht die neue Frisur. Ach, du hast gewonnen. Dein Glück, dass ich gestern nur 8 Stunden Schlaf hatte. Hörst du mal, Lappy? Ich bin bloß müde, du sollst nicht nur 8 Stunden. Komm schon. Ich sag doch, da ist niemand drin. Ja, ich kann dir helfen, Ellen. Warte mal, was? Soll ich jetzt auch noch gegen dich kämpfen? Mein Gott, der Jiggle, hör auf damit! Nanu? Zwei Maries? Was redest du denn da, Julia? Es gibt natürlich nur eine Marie. Das heißt also, wer mich die ganze Zeit beobachtet hat, das war... Ja. Lappy, da bist du ja. Hier ist doch kein Hundeschlafplatz. Komm, Kleiner, wie gehen wir? Ja, war ein bisschen offensichtlich von Anfang an. Wartet uns gar nicht, trainiert ruhig weiter. Ich bringe Lappy schnurstracks in seine Hundehütte.
Ja, viel Glück. Das heißt, sie hat nichts gesehen. Sie hat mich nicht verlieren sehen. Das auch nicht. Ja, stimmt schon. Aber auch nicht gewinnen. Und dann, shake hands, Kollegin. Ich weiß, wann ich verloren habe. Zumindest für heute. Aber trainiere lieber schon mal für die Revanche. Ja, das mache ich wohl lieber. Aber vor allem trainiere ich für... Was kriege ich für eine Bewertung? S! S wie super gemacht, Simon! Yay! Dafür muss ich mich mal Simon nennen. Tut mir leid, dass das Alliteration und so und ja. So. Wir haben ein neues Training, oder? Gehe ich von aus. So ganz unten. Oder nicht? Echt nicht? Wir kriegen kein Training für unseren Bogen? Das überrascht mich. Aber gut, dann lerne ich das vielleicht noch so nebenbei im nächsten Kapitel. Also ich kümmere mich jetzt einfach mal allgemein um die ganze Sache, die ich hier so, ja, mich kümmern kann halt. Ja, um Upgrades und sowas. Und dann sehen wir uns, denke ich, wieder, wenn ich aufbreche. Außer ich finde noch eine Sidequest oder so. Tatsächlich sind hier oben beim Heliport noch zwei Sidequests sogar. Zumindest sind da zwei Vierke gerade angezeigt. Ja, scheinbar schon. Also, was gibt's bei euch so? Typ mit Maske. Na, alles senkrecht. Sagt man sowas? Also, ich meine, natürlich sagt man sowas nicht alltäglich. Sowas habe ich nämlich noch nie gehört, aber ist das eine echte Redewendung? Aber okay, klar. Was machst du da? Ist das nicht geil? Ich habe meinen Blaster ein paar Modifikationen verpasst und Roy will mal sehen, was die können. Ich möchte möglichst aktuelle Daten zum Kampfwert jedes Nebenbeamten haben. Kann ja nicht schaden, oder? Apropos, deine Daten müsste ich auch mal wieder aktualisieren, jetzt wo du deine neue Legion hast. Vom Pfeiltyp, oder? Damit sind deine Fernkampffähigkeiten bestimmt wesentlich besser geworden. Ja, wahrscheinlich sind sie überhaupt jetzt vorhanden erst. So richtig, abseits von der Pistole. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Mit einer Schießprüfung. Mal sehen, ob deine neue Legion dagegen... Ja, machen wir mal. So, also dann, komm mit. Okay, ich aktiviere das VR-System, damit du ein paar Ziele hast. Cool, nett. Du duellierst dich hier mit dem besten Schützen der Arche. Aber mal, du hast die Pfeillegion schon begriffen. Nein, absolut nicht. Oh Gott. Aber okay, klar, ich versuch's. Wird schon nicht so schwer sein, oder? Bestimmt nicht, hoffentlich. Manche brauchen Zeitlupe im Endeffekt. So, drauf da. Okay. Macht es einen Unterschied, wo ich treffe genau? Also ob ich in der Mitte treffe oder so? Oder Hauptsache ich treffe das Ziel. Das war zu langsam. Das war schlecht. So. Ne, okay. Es ist, glaube ich, egal, wo ich treffe. Oh Gott, ich habe auch noch einen Multiplikator für Punkte. Ich muss 1890 erreichen. Wie lange geht denn das Ganze, ist die Frage. Da ist Lappy. Soll ich nicht auf Lappy schießen? Oder ist Lappy ein Multiplikator? Ich weiß es nicht. Es wurde mir leider nicht erklärt. Ich hoffe, es wurde mir nicht erklärt, weil wenn... Ich habe ein bisschen was geskippt, also vielleicht wurde es mir doch erklärt im Endeffekt. Naja... Tutorials lesen ist nicht so meins. Ich kann auch einfach die ganze Zeit hinterher schießen. Ja. Schießt das auf Lappy? Ist das okay? Oh, 500 Punkte. Ja, mein Gott, das ist nicht mehr entgehen. Okay, das ist jetzt echt leicht irgendwie. Das war sehr, sehr leicht. Vor allem mit Lappy im Endeffekt. Habe ich es mir doch gedacht. Wir jetzt noch ein Weilchen üben müssen, bevor du auf mein Level bist. Achso, ich habe verloren, was? Aber ich hatte mehr Punkte als du angeblich. Und ich habe einen A-Rang. Was willst denn du? Ich war gut. Ja, aber reicht mir jetzt. Reicht mir jetzt mit euch. Ich bin ja fertig. Ich habe meine Legion ein bisschen geupgradet. Sowohl die Pfeil-Legion als auch die Schwert-Legion. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das so im Kampf gleich macht. Ob ich dann wirklich andere Kombos und so habe. Wahrscheinlich schon. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Vor allem, ich habe auch schon jetzt bei der Pfeil-Legion eine Fähigkeit freigeschaltet, die dafür sorgt, dass neben der Kette, wenn ich sie nutze, Pfeile niederregen. Ich weiß nicht wie genau, aber dann sollten da jedenfalls irgendwie Pfeile landen daneben. Bin sehr gespannt, wie das genau dann aussieht gleich. Okay, wir fahren wohl diesmal mit dem Motorrad. Ach ja, das hatten wir ja schon mal. Ganz am Anfang. Habe ich ganz vergessen schon wieder fast. Dann werden wir jetzt wohl wieder eine kleine Fahrtmission haben, erstmal, bevor wir richtig ankommen. Ja, ich mag die Frisur auch. Ich weiß nicht, vielleicht mag ich sogar lieber. Ich weiß nicht, beide haben irgendwie was, ne? Mir wurde auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass eine Person, die, ja, erste Frisur nicht mochte. Deswegen habe ich es jetzt auch geändert. So zum Teil. Vielleicht gefällt sie dir besser, Marc. Ich weiß ja nicht. Sag Bescheid. Würde mich freuen, wenn sie dir besser gefällt. Wenn nicht, dann schade. Ja. Ich kann ja jederzeit wechseln, zum Glück. Ich wünsche, ich könnte neue Frisuren freischalten. Das wäre mal was. Viel besser als neue hässliche Hüte, die ich alle nicht tragen will. Oh Gott, das sieht riesig aus hier jetzt schon. You've been assigned to ask around the skywalk over the central intersection. Follow your map there. Aufheben, 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 aufheben.
Oh Gott, heb den Müll auf. Muss der Müll erstmal liegen bleiben? Bleib liegen, Müll. Aufheben. Ich hab Müll. Leere Dose. Ach ja, davon habe ich letztens eine geworfen. Stimmt, ich erinnere mich. Das war aus Versehen, okay? Ich wollte Medizin anwenden und nicht die Umwelt verschmutzen. Aber nein, die Steuerung wollte was anderes, offensichtlich. Muss echt stehen bleiben. Oh Gott. Aber okay, ist sicherer so, ist sicherer so. Hört auch nicht in der Realität über Rot rennen. Das ist schlecht, da stirbt man vielleicht, wenn man Pech hat. Okay, bei Grün auch. Ich meine, man weiß ja nie, was die Leute so machen auf der Straße, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich geringer, wenn ihr nur bei Grün über die Straße geht. Würde ich jetzt mal behaupten. Kann ich das in den Müll werfen? Wegwerfen. Oh mein Gott! Wegwerfen, alles weg da rein! Keep the city clean, bitch! Weiß nicht, wen das war an die Person, die das den Müll verteilt. Ich meine, das waren wahrscheinlich mehrere Personen. Ich weiß gar nicht, welches Geschlecht sie hatten. Also war Bitch irgendwie ein bisschen unangebracht, aber naja. Mhm. Ich soll Zivilisten befragen. Rede mit mir. Die reden gar nicht mit mir. Mensch, Mensch, Mensch. Die Leute werden auch immer unhöflich heutzutage, ne? Da kann ich gar nicht runter. Aber da kann ich ein bisschen Dreck wegmachen. Den hat auf jeden Fall kein Mensch hier dagelassen. Ein Notfall. Oh Gott, was denn für ein... Oh Gott. Okay, okay. Ich glaube, ich muss mal da hinten rüber rennen. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Okay, das ist wahrscheinlich der grüne Kreis. Hi. Ey, ich wollte nicht in dich reinrennen. Tut mir leid, das war nicht absichtlich. Ey, ich wollte immer nicht in die reinpillen. Also, hör auf. Benimm dich. Benimm dich. Okay, das muss ich mal drücken, um dich loszuwerden. Da, die. Ah, hello, fellow officer. Hi, Carlos. I am with the Harmony Square Precinct. And my name is... Carlos. Oh, it doesn't matter. There's no time for such formalities. Okay, worum geht es? Großer Fall. I am tailing a man who, I assure you, is engaged in heinous anti-union activity, even oh, as nein. I speak. I followed him here, but I seem to have lost sight of him. Ich suche mit, natürlich. You will? Oh, what luck. Together yeah. We'll find him in no time. The man I am following is wearing an orange jacket and a black hat. I'm sure of it. Okay, ich werde mich dann noch umgucken. Ich meine, die Jacke sollte ja herausstechen. Die sehen alle hier ziemlich grau aus, außer du. Liebe Frau, das war nicht höflich. Das macht man nicht sowas, ja? He was on foot. And what's more, I saw him fall and hurt his leg. He cannot have gone far. I'll continue looking over there. If you'll be... Ja, mache ich. Danke, Carlos. Tschüss, Carlos. Oh Gott, so ein weirder Typ. Dann gucken wir doch mal bei der angeblichen Bombe vorbei. Rotschub-Opfer. Du hast auch eine orange Jacke an, aber ich glaube, du bist nicht der Richtige. Ich kann dich aber heilen mit meiner Magie. Ich sauge die böse Energie aus dir raus. Das geht mir großartig aus. Das hätte ich auch gerne im Leben, ne? Dass jemand so mit so einem komischen, ja, multidimensionalen Monster bei mir vorbeikommt und plötzlich die ganze böse Energie aus mir raushaut und dann geht's mir großartig direkt. Oh, das wäre schön. Jeden Tag bitte einmal. Besser als Massage bestimmt. Nicht, dass ich jemals Massage bekommen habe, aber ich habe gehört, das macht auch Stress weg. So ein bisschen. Weiß nicht, kenne mich nicht so aus. Kein Experte für Stress nicht haben. So, weg mit dir. Nein, immer noch falsche Taste. Ich werde das niemals hinbekommen. Niemals. So, wo ist hier eine Bombe? Angeblich. Oh, so viele Treppen. Dabei brauche ich das gar nicht für meine Figur. Und hier ist auch allgemein gar nichts. Kann ich irgendwie die Umgebung scannen? Vielleicht finde ich da die Bombe oder so. Warte mal, ich kann da vielleicht rüber. Oh, das wäre vielleicht eine Idee, ja. Ziemlich. Was? Was denn zum Henker? Was habe ich denn getan? Was ist dein Problem? Ich renne mal eben zurück. Das war ziemlich kacke von mir. Also, diesmal aber bitte richtig. Ich gehe auch hier rüber ein bisschen und dich schicke ich darüber. Und das sollte jetzt klappen, oder? Ja. Ist das eine Bombe? Kannst du die bitte entschärfen? Ja, das ist eine Bombe. Ja, vielleicht ist es keine echte Bombe. Mach das. Ja, mein Gott. Ach, bist du der sich die Explosionsgeräusche angehört hat? Seine Lieblingsexplosionsgeräusche. Ja, ich würde sagen, das ist mehr als genug, um die nächsten drei, vielleicht vier Gebäude zu bringen.
And what's this? Let me check something. Take a look around with your iris, would you? Mach ich, mach ich. Sind das Verbindungen? Aha, I knew Aha. it. Iris, shut down. Was denn? Oh, clever, clever. I haven't seen a bomb this tricky in a while. Das ist doch eine echte Bombe. Interesting. Ach, so ein Scheiß. Those signals getting beamed into the bomb itself, they work like a password to defuse it. Disrupt those signals in the correct order, the timer stops, and you save the day. But get the order wrong, and, well, kaboom. We're running low on time. I guess we better get started. Now listen closely. I'll tell you the order to cut off the signals. It's up to you and the Legion to do the cutting. Oh nein, ich muss die Verbindung wirklich treffen, ha? Huh? Oh Gott. Deep breath. It's go time. Ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. First, I need you to cut off the signal coming from the red apparatus. Okay, rot, 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 rot. Bam! Was richtig? No, no, no! Das war nur Konfetti. Wait, I don't see any signs of explosion around the bomb. Ich hab's falsch gemacht, aber es war offensichtlich nicht so schlimm. Oh, come on, it was just a prank? Oh, what a waste of time. I mean, ich hatte Spaß. Sure that there wasn't any actual danger, of course. Nice work. The bomb squad are on their way to clear the area, just in case. Ich hab alles verkackt. Right. Get back to your investigation. Aber. Oh, das ist schön. Oh, das ist schön. Vor allem, hätte ich das alles richtig gemacht, hätte ich das wahrscheinlich nie erfahren. Nur, ich habe halt direkt das erste falsch gemacht, also ja. Hm, naja, man kann ja nicht alles können. Zum Beispiel Bomben entschärfen ist eigentlich nicht so eins meiner Talente. Och man, wir hatten auch mal in unserer Schule, als ich noch zur Schule ging, ja damals, als ich noch jung war, ne? Da hatten wir auch mal Bombenalarm, weil eine Bombe gefunden wurde in einem Fach im Lehrerzimmer. Ja, Plot-Twist, es war eine Bombe von der Theater-AG und das Fach, wo es drin war, war auch der Lehrer, der die Theater-AG leitet. Also war es da halt drin, die Bombe. Und ja, es waren halt so drei zusammengeschnittene Dynamitstangen, ja. Also schon sowas, was man erkennt, das ist nicht wie Bomben wirklich aussehen. Aber gut, ja, wir hatten schulfrei an dem Tag und das reicht mir im Endeffekt auch. Okay, wir können da oben eine Leiter runterkicken. Du bist verdächtig. Du bist der Mann mit der schwarzen Mütze. Sie sind der Gesuchte. Du bist ein bisschen verletzt dabei. Alright, fine, you got me. Your number is up. Come along quietly, or else. Oh mein Gott, ich hasse Carlos noch mehr als einen gewissen anderen Carlos. Yeah, yeah, I know. I told your friend here already. You got me, all right? You know what though? I'm glad you guys caught me. Lucky even. Warum denn das? The way things are heading, I'm a dead man out on my own. They don't take too kindly to failure. They? Who are they? Who pulls your strings? Talk. I've said too much already. So you gonna take me to jail or? Yes, but. Look, you seem like a decent cop. Quit while you're ahead. Trust me. Dadurch, dass die ganze Mission auch gevoice acted ist, habe ich so langsam das Gefühl, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr hinterstecken könnte in der ganzen Sache und dass das wirklich noch relevant werden könnte hier. Ha. I'm not saying one more word. Okay. Oh, I know. They're already on their way. You guys should watch your backs too. Worum geht es denn? Wir werden es wohl erstmal nicht erfahren, ha? That's one more near-to-well. Ich bin so stolz auf Carlos. Oh mein Gott, gib mir nicht auf die Nerven, wie er spricht. Ich habe keine Ahnung. What? Yes. I see. It would appear that the car taking our suspect back to the station has been attacked. Und von wem? Destroyed rather. Utterly from the sound of it. Could this be? Das könnte they sein. It is settled then. I must unravel this mystery. Okay, Carlos, viel Glück. If you will excuse me. Aha. Ciao. Aber interessant. Das wird wohl echt noch relevanter werden als es erstmal schien, so als Sidequest. Okay, ich bin hier fertig. Ging doch schneller als gedacht. Gehen wir dann mal dahin, wo wir eigentlich hin wollen. Jedenfalls, wenn mal die Ampeln grün werden, bitte. Also die Ampeln in Anführungszeichen. Komm schon. Verkehr, hör auf. Ich habe nicht den ganzen Tag gesagt, ich bin Polizistin, ich habe wichtige Aufgaben zu erledigen. Bomben entschärfen und so. Und Müll sammeln muss ich auch. So. Kann ich jetzt rüber? Ich kann jetzt rüber.
Oh, das ist ja... Oh, das ist eine total coole Idee. Holy shit. Das ist wirklich die Zukunft der Welt. Das brauchen wir. Also Hologramme sind oft echt sinnlos. Also wie sie genutzt werden in, ja, Sci-Fi. Zum Beispiel das da an der Ampel. Man könnte auch einfach da, wie wir es heutzutage machen, mit einem Bildschirm machen. Das hat gar keinen Vorteil, das mit, ja, Hologrammen zu machen. Aber damit so die Straße komplett abzusperren quasi spontan und immer wieder zu wechseln. Das ist eine richtig coole Idee. Das gefällt mir. Das sollte man umsetzen, finde ich. Ja, okay, bin ich voll dafür jetzt. Machen wir eine Petition dafür auf, dass wir das bitte jetzt umsetzen innerhalb der nächsten 3 Jahre. Danke. Ob die Welt dafür bereit ist? Ach, who cares? I just forwarded the hologram footage of Jenna from the security cameras to your Legatus. Und? That should be useful in your investigation. Find us some good info. Das versuche ich. Auf heißer Spur, befrage die Zivilisten. Ja, das ist wohl wieder in einem ganz schön großen Bereich, ja? Ja, das könnte eine Weile dauern. Da sind auch wieder neue Sidequests aufgetaucht. Gesetz der Straße. Ihr größter Fan? Welcher größer Fan? Ich will auch einen großen Fan haben. Okay, werden wir schon herausfinden demnächst. Aber sprechen wir erstmal mit Menschen. Hä? Achso, wir fragen, ob sie, ja, die Person gesehen wurde. Ah ja, sie hat tatsächlich eine bestechende Aura. Ja, ich kenne sie leider nicht. Ein Jammer. Jemand mit solch einer Aura steht den Mysterien des Okkulten sicher nah. Okkultmitglied Nummer 13, okay. Vielleicht kennen sie die Geisterrüstung, die am blutroten Tor in der Einkaufsgalerie umgeht. Davon habe ich noch nicht gehört, aber... Blutrotes Tor, Geisterrüstung, könnte eine Chimäre sein. Ich habe das Gefühl, jedes Kribbel wird genau darauf hinauslaufen. Wir machen irgendwelche Ermittlungen und es wird sich immer Plot-Twist-artig herausstellen. Es waren alles Chimären, die dahinter stecken. Wenn es wirklich so ist, wäre ich ein bisschen enttäuscht, aber ich glaube irgendwie schon. Ich glaube irgendwie leider schon. Schon mal gesehen, Kleiner? Mal überlegen. Ja, ich habe Gerüchte über eine seltsame Frau in Weiß gehört. Das könnte sie sein. Noch ein paar mehr Informationen, außer dass es sie gibt. Sie soll zerrissene Kleidung tragen und immer nachts erscheinen. Vielleicht ist sie auch schon irgendwie besessen von irgendwas. Ah, keine Zeit für dich. So eine Zeitverschwendung mit euch. Das bisschen Geld, was ich dafür bekomme. Hä? Ich weiß, ich bräuchte eigentlich Geld. Ich habe echt viel Geld für Upgrades und so jetzt auch ausgegeben wieder. Und das ist alles teuer und ich will gerne mehr upgraden, aber naja. Hellseherin. Ja, ja, ich sehe alles. Diese Frau. Sie trägt eine Dunkelheit in sich. Eine tiefe, unergründliche Dunkelheit. Nur mächtige Magie kann sie bannen. Gut, dass ich für meine Prachtkristalle Ratenzahlung anbiete. Wie, sie sind gar keine Kundin? Was verschwenden sie dann meine Zeit? Tut mir leid, ich hätte auch was kaufen können, wenn du willst, aber wurde mir gar nicht angeboten so richtig. Aber ich habe in verschiedenen Spielen schon schlechte Erfahrungen mit Kristallkugeln gemacht, muss ich sagen. Also wirklich, diese Hellseherinnen, die scammen einen immer, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber irgendwie scammen die mich immer. Ich kann jetzt keine Fragen beantworten. Ich muss meine Katze einfangen. Oh, Katzen helfe ich gerne. Ich weiß, wo sie ist. Eine Tasche tiefer. Ich kriege sie nur nicht zu fassen. Sie müssen sich ihr langsam nähern, sonst fühlt sie sich bedroht und rennt weg. Ach so, ich hätte da vielleicht noch einen Tipp für sie. Vielleicht können sie sie ja mit einer leeren Dose ablenken. Oh Gott. Leere Dosen? Die habe ich doch alle in den Müll geworfen. Habe ich noch leere Dosen dabei? Verdammt, ich habe alle leeren Dosen weggeworfen. Wo sind die leeren Dosen, wenn man sie mal braucht? Na, ich wünsche noch eine irgendwann. Da zum Beispiel direkt vor mir, glaube ich. Ja. Okay, wir versuchen es jetzt mal. Ich setze eine Dose ein. Ach, da ist auch nur eine Dose. Geh da hin und ich gehe ganz langsam hinterher. Ganz langsam. Und aufnehmen. Oh, das war leichter als gedacht tatsächlich. Ich habe vor sowas immer richtig Angst, weil ich das irgendwie nie auf die Reihe kriege, richtig. Aber diesmal ging es ganz gut. Jetzt, wo das erledigt wäre, wollen Sie mich nicht etwas fragen? Ob ich von irgendwas Ungewöhnlichem weiß, das in der Gegend passiert ist? Mal überlegen. Es ist etwas weiter weg, aber kennt sie die Einkaufsgalerie, die geschlossen wurde? Wegen der vielen Portale dort? Dort schlängeln sich massenweise seltsame Tentakel. Oh, Tentakel. Okay. Das sagt zumindest meine Freundin, aber ich verschwende wohl nur ihre Zeit mit Großstadtmärchen. Nein, ich glaube, dass auch wenn Tentakel irgendwie kein gutes Zeichen sind, auf ganz, ganz, ganz verschiedenen Ebenen machen die ganz, ganz schlechte Sachen, habe ich gehört. So. Müll. Und noch eine Sidequest. Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Ich laufe schon seit Stunden hier herum. Aber ich habe mich total verlaufen. Können Sie mich an mein Ziel bringen? Klar. Vielen Dank. Hier ist ein Bild. Wissen Sie, wie man dorthin kommt? Oh Gott, nein, weiß ich nicht. Natürlich weiß ich das nicht. Noch nie gesehen. Läuft mir jetzt hinterher? Oh Gott, er läuft mir echt hinterher. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Map.
Oh nein, ich habe Dose, ich habe Müll auf die Straße geworfen. Was habe ich nur getan? Ich bin ein Sünder. Wir finden das schon. Okay, wir finden das schon gleich. Vielleicht nehme ich bis dahin noch ein paar andere Sachen. Ich kann auch jetzt nicht noch weitere Sidequests annehmen. Ich laufe mal eben dahin. Also, wohin auch immer. Ist das hier direkt? Oh, das ist doch hier direkt. Mein Gott, bin ich ein Profi. Ein Naturtalent, ein wahres. Irrender Mann, sind wir hier nicht angekommen? Müssen wir mit dir reden? Ja, wir sind hier. Wir sind genau hier. Bist du nicht zufrieden oder so? Oder soll ich dich da reinbringen? Ich meine, wenn du mir schon ein Bild von dem Restaurant zeigst, dann wirst du wohl reingehen wollen, ha? Ja, anscheinend schon. Das ist es, ja. Vielen Glück. Du hast einen Tentakel gesehen, das weiß ich. Noch was anderes? Nö. Toll. Aber ich habe schon 100%. Habe ich schon 100%? Oder war das jetzt... Ach nee, ich habe 75% von der Ermittlung. Ja, die kriegen wir doch fertig, die Ermittlung, auf jeden Fall. Das sollte nicht das Problem sein. So, zwei Sidequests haben wir noch. Zwei wichtige Sidequests sogar. Also... Fanboy, hi. Ist das eigentlich der Kleidungsstil der Zukunft? Du siehst ziemlich scheiße aus da drin. Achso, du kennst sie? Sie ist die beste Sängerin aller Zeiten? Jenna, wie? Was meinen sie damit? Das ist doch die große Sierra Lynn Carson. Der durchdringende Blick. Die modisch zerfetzten Klamotten. Leben sie denn hinterm Mond? Warum sucht die Polizei überhaupt nach Sierra? Auch ohne Grund. Lügnerin. Was fällt Ihnen ein, Gerüchte über einen armen, schutzlosen Ultra-Megastar zu verbreiten? Einen armen, schutzlosen Ultra-Megastar. Genauso. Sperren Sie die größte Sängerin der Arche nicht ein. Ohne Ihre Stimme gehe ich zugrunde. Lassen Sie Sierra in Ruhe. Oh Gott! Fucking Fanboy! Also wie gesagt, ist das der modische Stil der Zukunft? Wie scheiße ihr alle aussieht, mein Gott! Das geht gar nicht! So. Hätte ich das jetzt tun sollen? Hätte ich nicht einfach fesseln sollen? Wahrscheinlich hätte ich nicht einfach fesseln sollen, ha? Ja, jetzt habe ich dich verprügelt. Ist auch okay. Sorry, ich gerade immer so in Rage, wenn es um Sierra geht. Schon wieder ruhig. Eigentlich sieht die Sierra überhaupt nicht ähnlich. Also, was soll ich Ihnen sagen? Die Ark Mall ist ja geschlossen und mein Freund sagt, dass dort nachts der Geist einer Frau umgeht. Ja, genau, die komplett zerfetzte Kleidung trägt. Ja, ja. Schön, dass ich das auch noch geklärt habe. C. Ja. Man merkt, die Bewertungen lassen wieder nach. Es tut mir sehr leid. Ich habe zu hohe Erwartungen im letzten Kapitel aufgebaut. Ich hoffe, ihr seid nicht wieder enttäuscht von mir. Okay. Hey, you ever watch any of those old cop shows from the 20th century? They used to call this walking the beef. Hilarious. Auf Streife gehen sagt man in der Zukunft also nicht mehr. Auf Streife, ich bin auf Streife. Okay, dann halt nicht mehr, dann halt in Zukunft nicht mehr. Schade, schade, sehr schade. Sieh an, wen haben wir denn da? Einen Bullen. Das tut sich gut. Ich hatte schon angefangen, mich zu langweilen. War eine richtig harte Gang hier, oder was? Du willst es also wissen, ha? Dein blödes Abzeichen schüchtert mich nicht ein. Das ist etwas für besonders zäh. Wie du willst. Ja, ich fessel dich. Und dich auch und dich alle. Hahaha. Ha, ha, ha. So, weg mit euch. Also, ihr macht mir wirklich keine Angst. Also wirklich nicht. Ihr macht ja nicht mal Schaden oder so. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Leben ihr so habt alle so, ihr Kleinen, aber... Nee, ich glaube, die meisten von euch sind schon bewusstlos. Ja, das war's jetzt wohl. Ja, das war gar nichts. Das war echt gar nichts, ihr Kleinen. Doofköpfe. Was ist jetzt? Wollen Sie wissen, was wir hier machen? Hier ist nicht unser Stammplatz. Früher waren wir mal in der Arkmal. Okay, das ist dasselbe, also. Lachen Sie nur. Gehen Sie doch hin und schauen Sie selbst nach. Mach ich. Tatsächlich ist das, glaube ich, mein nächster Auftrag. Wahrscheinlich kaputter X-Stock. Ist das eine neue Waffe oder so? S-Plus... Holy shit, das war doch nicht so gut. Ich wurde voll oft getroffen und so. Aber cool. Aber cool. Ich wusste gar nicht, dass es noch was Besseres als S gibt. Also, ja. Mein Gott, mein Gott. Was soll man dazu sagen? Was soll man... So, Dose. Wollen nicht weg. Das ist eine Kiste. Die Kiste nehme ich auch gerne als Ersatz. So, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt die Dose. Aufheben. Vielen Dank. Ich sollte mal wechseln, bevor ich wieder leere Dosen aus Versehen und herwerfe. Das geht ja nicht. So eine Umweltverschmutzung, wie gesagt. So eine Umweltverschmutzung. Ah, ist das nächste Hauptziel? Ist das nächste Hauptziel, glaube ich. Und ich glaube, bevor wir das nächste Hauptziel anfangen, beende ich vielleicht... Soll ich das jetzt noch anfangen? Ja, warte mal. Okay, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich werfe noch kurz den ganzen Müll hier weg. Wir fangen das noch ganz kurz an und mal sehen, was hier auf uns zukommt. Ich hoffe... Warte mal, ist sie nicht da schon? Oh, das ging schnell. Ja, das ging sehr schnell. Ja, ja.
You heard that, right? They found Jenna. Get over there. Hurry. Das war schneller als erwartet, tatsächlich. Wesentlich schneller als erwartet. Okay, da steht sie halt jetzt einfach so auf der Brücke. Und was ist da noch ein Questziel? Warum ist hier noch ein rotes Viereck? Okay, ich ignoriere ja schon das rote Viereck. Ich renne direkt hier runter. Wenn ich einen Weg finden würde. Oh Gott, warum ist diese Stadt so komplex? Okay, so komplex ist sie nicht. Ich weiß, aber. So, der Verkehr hält extra für mich, für die Polizistin an. Oh mein Gott, das geht doch nicht. Leute, passt auf. Chillt. Da ist ein rotes Hologramm, da könnt ihr doch nicht einfach so durchfahren. Das geht doch nicht. Sie hört ab. Durch ein Portal wahrscheinlich. Natürlich, durch ein Portal. You saw that too, didn't you? Hang on. I'm running this. Wait, it's too dangerous to follow her. Ist es das? Wirklich? Sagst du das nur so? Darf ich da jetzt durch? Geht jetzt durch, oder? Ich gehe da jetzt durch. Ah, ach, egal. Ich nehme einfach das ganze Kapitel auf und dann schneide ich am Ende das in Stücke. Ich werde schon sehen, wie es dann passt. Scheiß doch drauf. Da muss ich mir keine Gedanken darum machen, wo ich den Part am besten beende. Wie viel Zeit wir noch haben. Bla, bla, bla. Das sind Probleme für Leute, die nicht schneiden können. Und ich kann schneiden, habe ich gehört, dass ich das kann. Manchmal hin und wieder ein bisschen. Also. Do you read me? Come on, I just told you not to do that. Bla bla bla, was du alles sagst. Genau, das tue ich. Das glaube ich dir. Also wechseln wir zum. Achso, ich kann auch einfach einmal drauf tippen, dann wechselt es automatisch, weil ich habe ja eh nur zwei gerade. Ist dann vielleicht ein bisschen schneller alles. So. Einmal da hinten drauf, bitte. Und damit aktivieren wir das hier direkt. Oh, Gegner. Na dann, sag mal, was du drauf hast hier im neuen Gebiet. Neuer Angriff hoffentlich auch. Das war okay. Das war nicht so das Wahre. Das war nicht so das Wahre, aber da sind einige Sachen, die ich abschießen muss, hä? Ja, das sollte auch noch im machbaren Bereich sein. Ich meine, die bewegen sich ja nicht so stark. Und ich habe zwar Probleme mit Treffen von Sachen, die sich bewegen, aber Sachen, die sich nicht bewegen oder kaum bewegen, ja, das kriege ich noch hin. Das kriege sogar ich noch hin, obwohl ich überhaupt kein Talent für Shooter oder sowas in die Richtung habe. So wirklich so gar nicht. Ja, ich weiß, ich sag immer mehr Sachen, dass ich sie nicht kann. Ich kann keine Kampfspiele, ich kann keine Shooter, ich kann auch keine Jump'n'Runs. Und bei jedem sage ich, das kann ich absolut nicht. Also im Endeffekt kann ich absolut gar nichts. Aber... Ich steigere mich langsam, okay? Nach und nach kommt das alles dazu. Meine Talente erweitern sich immer und immer weiter. Und irgendwann bin ich einfach Profi. So wie der kleine Fußballspielende Junge, der auch gesagt hat, ich werde Profi, wenn ich groß bin. Ja, ich werde auch Profi, wenn ich groß bin. Profi in einfach allem. So, dafür brauche ich wieder den Schwerttypen. Zerschnippeln bitte, danke. Was ist das denn, eine Batterie? Warum bist du da drin? Achso, ich muss wohl ohne dich kämpfen, wäre das hier... Oh, okay. Ich kann das trotzdem... Kann ich die trotzdem nutzen? Ich glaube nicht, ne? Ne, anscheinend nicht. Ich muss wohl eine Weile lang alleine kämpfen. Ach, okay, ich muss ihn da so drin lassen, damit er das auflädt. Legion, du kannst bitte gerne wieder da weitermachen, bevor es wieder zurückgeht. Aber okay, ich reiß das erstmal kaputt. Und jetzt packe ich wieder hier rein. Komm bitte hier rüber. Da. Geh wieder rein und lade das weiter auf. Ich kümmere mich so lange um die Gegner. Ich denke mal, die Gegner kommen einfach weiterhin. Ja, so lange wie ich halt. Ah, lass ihn in Ruhe. For fuck's sake. Mach weiter mit Aufladen hier. Ah, ich kann die Steuerung nicht. So, bitte? Ich hab gesagt, mach das, was ich dir sage. Ich hab gesagt, mach das, was ich dir sage. Oh, ich denke, die Gegner kommen immer weiterhin, ne? Ja, die Gegner, es sieht so aus, als würden sie nicht weniger werden halt. Also komm schon, lass mich in Ruhe. Und, oh, okay, das war cool, das war schön, das war nicht mehr absichtlich. Und lass, nee, Jen. So komme ich hier nicht voran. Benimm dich. Ich muss das hier wirklich irgendwie schaffen. Aufzuhalten, dich anzugreifen, ne? Komm her. Ausweichen. So, perfekt. So, eine Abschlussattacke oder auch nicht. So, beeil dich. So eine Scheiße. Okay, wahrscheinlich kommen die Gegner doch nicht mehr. Naja, egal. Bitte nicht mehr davon. Ich mag sowas nicht. Ich mag keine Gegner ja, davon abhalten, irgendwas anzugreifen. Ich schaffe ja nicht mal, die Gegner davon abzuhalten, mich anzugreifen. Wie soll ich dann schaffen, dass sie dich nicht mehr angreifen, ha? Erklär mir das mal einer. Oh, da hätte ich rüber können. Naja, habe ich zu spät gesehen. Lassen wir das. Gehen wir weiter Richtung Jenna. Oh, okay, da war ein Strahl des Todes. Aus dem Boden direkt.
Da sollte ich also nicht reinlaufen, okay. Kann ich hiermit irgendwas Cooles machen? Also außer da drum gehen und jetzt, weiß nicht, pop, 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 pop. Hat nicht so viel gebracht irgendwie, wie ich gehofft hätte. So, rausreißen bitte, ich brauche ein bisschen Heilung. Hauptsächlich deswegen. Weil das ist ein Halt, das ist halt echt cool. Das ist halt auch wie Metal Gear Rising übrigens, also... falls ihr es nicht kennt, da kann man die Gegner halt am Ende immer aufschnippeln, so komplett. Weil da braucht man immer am Ende eines Kampfes, machen immer so. Und kann dann einen Gegner ganz oft in ganz viele kleine Teile zerhacken. Und dann fliegt irgendwo so ein blaues Herz in der Luft rum. Und wenn man das schneidet, dann nimmt man das und, ja, heilt sich halt dadurch voll. Also nicht voll, aber man heilt sich halt zumindest. Keine Ahnung, ob es ein Vollhalt wirklich. Und das ist halt sehr ähnlich zu dem hier. Und dass ich hier mit dem Zerschnippeln halt gar nicht klarkomme irgendwie. Ich glaube, das Thema hatten wir jetzt schon öfters, ne? So, weg damit. Und genau mit der anderen Wand. Weiß nicht, ob die beide loswerden muss, aber warum auch nicht, wenn ich schon hier bin. Ah ja, okay. Da ist was für den Bogenschützen hinter. So. Einmal da und einmal da. Und das bewegt sich ganz stark. Ich habe doch gerade gesagt, ich mag keine bewegenden Ziele. So, das war noch okay. Ich kann auch recht schnell schießen. Also ich muss mir nicht so viel Gedanken darum machen, aber... Ja, mache ich trotzdem gerne immer wieder. Kann ich dagegen eigentlich irgendwas machen? Ah, ah. Ja, drauf schießen oder so? Ne, sieht nicht so... Oh, aus. Aua. Mensch. Dann ist auch schon das nächste Ziel. Wobei da wahrscheinlich auch noch mehr Gegner sein werden. Oder nicht mal. Oh Gott, ich glaube, ich muss da hinten drauf schießen. Irgendwie? Ja, muss ich wohl. So, zielen. Okay, das könnte irgendwie ziemlich knapp werden. Da müsste es auf jeden Fall gleich ungefähr sein. Oh Gott. Oh Gott. Sei da, wo ich dich brauche. Sei da, wo ich dich treffen kann. So, vielen Dank. Jetzt öffnet sich das da hinten. Und da sehe ich sie stehen. Die liebe Jenna. Die erinnert mich ein bisschen an Five aus Drakengard 3. Geht vielleicht nur mir so. Aber so oder so, sie ist wieder mal verschwunden und da kommen ein paar Hundis. Oder sind das denn hier so Vögelchen? Oh Gott, die gibt es ja auch noch anscheinend. Cool. Als hätten mir Sachen, die nicht fliegen, nicht schon gereicht. Hello. Hello? Hello. Ach, keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. So, nutz deinen Bogen. Schieß da drauf. Bitte? Oh Gott, die können auch schießen. Oh nein. Oh nein, oh nein, das ist gar nicht cool. Ich kann auch die so... Oh, oh, ich hab die aufgehalten. Haha, auf den Boden mit dir. Zurück auf den Boden der Tatsachen. Abschlussattacke, die halten aber auch nicht viel aus anscheinend. Aber sie können halt fliegen und das ist ziemlich nervig. Ich mag keine fliegenden Gegner jetzt allgemein. Wobei ich ja jetzt auch nicht mal unbedingt meine Schusswaffe dafür brauche, um an die dran zu kommen. Ich kann ja alles mit der Kette machen und so. Das ist auch wesentlich angenehmer dann. Weil die normalen ja, Schussangriffe machen halt echt nicht irgendwie ansatzweise irgendwelchen Schaden. So gar nicht. Bist du ein Stärkerer? Sieht irgendwie danach aus, ne? Ja, hast auf jeden Fall wesentlich mehr Leben, glaube ich. So, drauf da bitte und lass mich einen Kettenangriff starten. Geht das? Kannst du es machen, bitte? Hallo? Ich glaube irgendwie nicht so, wie ich das wollte, ha? Naja, dann halt nicht. Wenn er nicht will, kann man doch nicht dazu zwingen zu seinem Glück oder zu seinem Pech. Was weiß ich. Komm schon. Ah, ausweichen. Upp. Weg mit dir, du hältst nicht mehr viel aus. Und Abschlussattacke. Schön. Ja, das könnten neue, sehr, sehr nervtötende Gegner sein tatsächlich. Aber ich bin sehr froh, dass wir bisher noch keine von den Gegnern hier hatten, die ja den Schild haben. Sei das ihr. Oh nein. Ich glaube, ich hätte es nicht erwähnen sollen. Ich glaube, ich hätte es echt nicht erwähnen sollen. Okay, ich muss wieder die Verbindung beschneiden. Wenn ich irgendwie dazu komme. Oh, wo sind denn die Verbindungen? Hä? Sind die nicht direkt dran? Okay, da ist eine Verbindung. Oh Gott, lass mich. Lass mich in Ruhe. Ich muss in Ruhe schneiden. Schneiden braucht ein bisschen Ruhe, sonst schneidet man sich noch in die Finger. Das geht doch nicht. Das wollen wir alle nicht, nämlich. Glaube ich. Also, vielleicht wollt ihr, dass ich mir in den Finger schneide. Aber ich will das jedenfalls nicht, okay? Weil es geht nicht immer nur um was ich will und so, aber bla bla bla, lass mich in Ruhe, ich töte jetzt das wieder. Oh Mann, lass mich doch in Ruhe Abschluss attackieren. Ah, immer nur ah. Komm schon, danke, oh mein Gott. Ich würde gerne zur schweren Waffe gerade wechseln, glaube ich, langsam. Ah, oh, da ist noch einer, der ja verbunden ist mit irgendwas. Aber ich sehe das gar nicht. Wo ist denn das Vieh? Muss doch irgendwo dahinter sein, aber...
Ich sehe gar keins mehr. Ich kann auch gerade mein Legion nicht rufen, leider. Ich weiß nicht, wo da eine Verbindung sein soll noch, die ich durchschneiden kann. Ach, da oben? Da muss ich dafür den Pfeil nutzen vielleicht. Wahrscheinlich, ne? Das wird es wohl wirklich sein. Danke. Komm, Pfeil runter da. Du bist jetzt unten, du bist jetzt unten, okay. Jetzt kann ich dich schön angreifen. Da, drauf, 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 drauf. Wie viel hält das denn aus, das Mistvieh? Okay, ist es wieder oben. Aber mein Bogen ist auch wieder aufgeladen. So, Abschlussattacke gerne. Auf wie auch immer ich da oben dran kommen soll. Achso, ja, mit der Kette vielleicht. So, jetzt komm ich, kann ich mich um die eigentlichen Gegner hier kümmern. Es tut mir leid, dass mein Kommentarstil so hektisch ist, während ich kämpfe, aber... Ja, ich bin halt auch in einem hektischen Mindset, während ich kämpfe, weil ich hektisch auf Tasten drauf rumkloppen muss. Und dann kann ich auch nicht mehr langsam reden. Ganz entspannt, das geht dann nicht mehr leider. So leid es mir tut. Ich hoffe, das ist nicht zu nervtötend, wie ich rede. Ich gebe mir Mühe, nicht nervtötend zu sein, mein ganzes Leben über. Aber trotzdem, irgendwie klappt das nicht. Irgendwie finden mich, glaube ich, trotzdem alle Leute nervtötend. Naja, man kann nicht alles haben, hä? So, ich mag keine fliegenden Gegner, habe ich schon mal gesagt. So. Ich glaube, ich sollte wieder zur schnelleren Waffe wechseln. Jetzt ist es, glaube ich, sinnvoller. Aber ich weiß auch nicht. Fesselt die doch mal einer hier. Geht das denn? Komm ich da drumherum? Bitte, bitte, bitte. Fesseln? Danke. Jetzt schön hier drauf rumkloppen. Ich will einmal scannen, wenn ich schon dabei bin. Ja, der ist fast tot, okay. Ah, das ist mit dir gewesen. So, jetzt nur noch du. Dann will ich auch gerne. Ja, die Hälfte noch. So. Bitte komm, Legion. Ich bräuchte dich einmal gleich für irgendwas. Ah, ausweichen, ausweichen, ausweichen. So, jetzt. So, drauf da. Wenn es gehen würde, oh Gott, ein riesiger Wirbelsturm. Ich sehe gar nichts mehr. Okay, es wird mir gerade echt zu hektisch hier. Der Kampf wird auf jeden Fall ein D. Ich sehe das schon, aber ist okay. Man kann ja nicht für immer so gut bleiben, wie es im letzten Kapitel war. Das Spiel muss ja auch schwerer werden. Ja. Ich komme mit dem ganzen neuen Gameplay-Mechanik teilweise noch nicht so wirklich klar hier. Oh Gott. So, Legion, komm her. Mach Schaden. Ich könnte den Bogen Legion ja auch einfach ja, nutzen, um die Gegner aus der Luft runterschießen zu lassen. Aber auf solche Ideen komme ich halt nicht immer unbedingt. So, was bekomme ich dafür? Ein D? Das wird auf jeden Fall ein D sein. Ja, klar. Ist in Ordnung. Sehe ich ein. Das hätte besser laufen müssen auf jeden Fall. Das war ein bisschen schade. Tue ich das? Komme ich jetzt zurück? Ach, dann gehe ich wohl mal zurück durchs Portal. Ha? Gut. Soll mir recht sein. Bisschen enttäuschend, aber ich weiß auch nicht, was es mit der auf sich hat. Also ich kann es so gar nicht einschätzen gerade. Sie scheint auf jeden Fall irgendwie besessen zu sein. Ich meine, sie sieht nicht so aus, als würde sie sich noch irgendwie klar verhalten, nach irgendwelchen klaren Verhaltensmustern. Sieht schon so ein bisschen zombie-mäßig aus und so, ne? Vor allem mit der zerrissenen Kleidung und so. Meh. Calling all officers at Harmony Square. Regroup at the designated area. Repeat. All officers regroup at the designated area. I'm sending you coordinates now. Gut. Aber ich würde sagen... Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Mach ich. Ich mache hier ein bisschen Werbung, noch ein bisschen Product Placement. Realize. Kauft alle bei Realize ein. Die machen, glaube ich, super, super Internet-Router oder so. Keine Ahnung. Also ich kann mir darunter gerade nichts vorstellen, an diesem Logo. Aber es sieht so aus, als würde es irgendwas verbinden und, ne, versteht ihr den Sinn hinter meinen Gedanken gerade? Nein? Okay. wie auch immer, ich denke, dann beende ich doch mal hier an dieser Stelle den Part. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.